Der Motor von so einem alten Käfer läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und wie diese Moderation weitergeht, das kennen wir ja alle schon aus Teil 1 der ganzen Serie über den Käfer-Originalmotor. Das hier ist Teil 2 und da gehen wir auch direkt in die Vollen. Kurz für die, die es nicht wissen, ich habe einen alten Käfermotor zerlegt und baue den zusammen mit dem Jürgen Linse wieder auf. In Teil 1 haben wir den kompletten Motorblock zusammengesetzt und haben euch dabei Schritt für Schritt mitgenommen. Und hier bauen wir gerade die andere Seite zusammen, die ja immer spiegelgleich ist. Darum machen wir das hier nur mal im Schnelldurchlauf und nun geht's sofort weiter mit den Aufbauten. So, im nächsten Schritt stellen wir die Ventile ein. Und ich markiere euch jetzt einfach mal, damit das einfacher zu verstehen ist, die verschiedenen Zylinder und Kolben. Das ist 1 hier. Dann geht es im Uhrzeigersinn weiter. Das ist 2. Er ist 4. Jetzt hätte ich bald 3 geschrieben. Und er ist 3. Und Ventile einstellen kann ich nur, wenn die Ventile, wenn der jeweilige Zylinder auf OT ist. Also das heißt, oberer Totpunkt ist erreicht und das ist der Zeitpunkt, wo ich die Ventile einstellen kann. Und das kann ich ganz einfach feststellen, wenn die Ventile hier überschneiden, 3 also, dann ist 1 OT. Und ihr seht, ich habe den Motor schon gedreht, die Ventile überschneiden. Ein Ventil geht runter, das geht runter, jetzt kommt es hoch. Ich drehe jetzt nämlich hier vorne am Motor immer so ein bisschen hin und her. So, jetzt treffe ich diesen Überschneidungszeitpunkt ziemlich genauso, dass wir beide auf gleicher Höhe sind. Und jetzt ist 1 OT und ich kann hier die Ventile einstellen. Hier habe ich jetzt noch ordentlich Ventilspiel und das wird jetzt eingestellt. So, Ventile einstellen. Bei dem Motor ist das so, der bekommt 0,15. Bei kaltem Motor, kalt ist er glaube ich, weil er noch nicht gelaufen hat, ne? Der hat keine Betriebstemperatur, sondern Zimmertemperatur. Und ich habe hier eine Ventilleere, die hat 0,15 Maß. Und ich drehe jetzt das Ventil einfach erstmal zu, damit ich da ein Gefühl für habe. Hier ist jetzt zu. Und jetzt ziehe ich dann die Leere durch. Die muss da saugend durchgehen, ohne dass ich drauf drücke. Stelle ich auf das Maß ein. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht wieder verdrehe und ziehe es einfach mit dem Schlüssel an. Überprüfe das nochmal. Geht genauso, muss es sich anfühlen. Nehme jetzt das nächste Ventil. Wunderbar. Sieh es nach, kontrolliere es. Auch schön. Zündreihenfolge beim Käfer ist 1, 4, 3, 2. Also 3 hat überschnitten, 1 haben wir eingestellt. Jetzt als nächstes kommt Zylinder 4 dran und dann muss Zylinder 2 überschneiden. So, jetzt habe ich diese Überschneidung wieder. Ich suche mir genau den Punkt. Zack, fertig. So, 2 hat überschnitten, jetzt nehmen wir 4 und stellen den ein. Selbe Prozedur. Wenn man wie wir hier die Kipphebel auch schön überholt, lässt sich das auch alles wunderbar mit den Fingern drehen. So, nochmal einmal Kontrolle. So, lässt sich schön saugend durchziehen auf beiden Seiten. Jetzt haben wir Zylinder 4 auch eingestellt. So, das hört sich jetzt vielleicht
alles ein bisschen kompliziert, dann ist es gar nicht. Ihr braucht nur darauf achten, die Ventile, die überschneiden, das stellt er gegenüber ein. Das ist alles. Ne? Wenn die überschneiden, stelle ich die ein. Wenn die überschneiden, stelle ich die ein. Wenn die überschneiden, stelle ich die ein. Mit 1432, das habe ich jetzt einfach nur mal so erklärt, damit es technisch richtig ist. So, jetzt habe ich den Motor weitergedreht. Jetzt überschneidet 1 und jetzt kann ich 3 einstellen. Jetzt kommt der letzte dran. Jetzt überschneiden die vom 4 und ich kann 2 einstellen und dann bin ich auch fertig mit der Nummer. So. So, letzte Ventil ist eingestellt. Jetzt wird der nächste Schritt, dann ist der Motor auch schon fast fertig. Wir müssen den Verteilerantrieb noch einsetzen und wir müssen die Ölpumpe noch einbauen. So, im nächsten Step bauen wir die Ölpumpe ein. Ich habe erstmal die Zahnräder rausgenommen, man muss darauf achten, es gibt verschiedene Ölpumpen. Verstärkte Ölpumpen, nicht verstärkte, das ist ganz normal, eine mit hohem Durchfluss, aber keine verstärkte. Und dann gibt es die für 3-Punkt-Nockenwellen und für 4-Punkt-Nockenwellen, das muss zusammenpassen. Das ist jetzt zum Beispiel eine alte Nockenwelle, die ist mit 4 Nieten vernietet, es gibt die auch in verschraubt. Und das ist eine Nockenwelle, die hat 3. Und dazu muss die Ölpumpe passen. Die Ölpumpe bei einer 4-Punkt-Nockenwelle, die ist länger, weil das Nockenwellenrad oder beziehungsweise die Nockenwelle hier so tellerförmig ausgeformt ist. Hier ist es jetzt sehr flach. Und deswegen muss die Ölpumpe länger sein, damit das Ölpumpenzahnrad hier hinten reingreift. Wenn ihr jetzt eine Ölpumpe verbaut für eine 4-Punkt-Nockenwelle in eine 3-Punkt-Nockenwelle, dann knirscht das. Das heißt, die Ölpumpe läuft hier vor, ihr zieht die dagegen. Wenn man Gewalt anwendet, gibt es auch gleich einen Motorschaden. Und das kann man vermeiden, indem man weiß, 4-Punkt-Nockenwelle, 4-Punkt-Ölpumpe, 3-Punkt-Nockenwelle, 3-Punkt-Ölpumpe. So, jetzt bauen wir die Ölpumpe ein. Machen wir da mal ein bisschen Bremsenreiniger und einen Putzlappen dran und wische hier erstmal meine Lichtmittelreste ab. Dann mache ich sehr wenig Dichtmittel an die Ölpumpendichtfläche hinten. Und bei der Ölpumpe sind auch immer 2 solche Dichtungen dabei. So, ich habe hier jetzt ein bisschen Dichtmittel aufgetragen. Drücke mir jetzt die Dichtung da drauf und drehe einfach mal die Dichtung so ein bisschen hin und her, dass sich das Dichtmittel auch so ein bisschen verteilt und man sieht, dass es ganz dünn, was hier durchläuft. Und jetzt setzt man die Ölpumpe ein. Und zwar habe ich hier das Führungslager für das obere Zahnrad. Das obere Zahnrad packt hier in die Nockenwelle ein. Dadurch wird die Ölpumpe angetrieben. Und dann muss ich die auch so einbauen und nicht so einbauen. So. Jetzt sitzt sie ziemlich auf Knirsch. Die kriegt man jetzt nicht einfach so da reingesteckt. Da muss man mit dem Schonhammer ein wenig nachhelfen. So, damit ich die Dichtflächen nicht beschädige, nehme ich mir jetzt einen alten Ölpumpendeckel. Und treibe die damit ein. Das ist nicht der Deckel, den ich nachher montiere. Das ist ein Werkzeugdeckel. Und jetzt werden die Ölpumpenzahnräder eingesetzt. So, jetzt habe ich hier die Ölpumpenzahnräder. Die setze ich jetzt ein. Ich habe auch wieder mein Liqui-Moly Montageset. Man kann natürlich wieder auch Öl nehmen. Und schmiere das erstmal schön ein. Auch an die Zahnräder. Und dann setze ich das erste Zahnrad ein und ihr seht, das ist jetzt nicht eingerastet. Ich drehe das so weit, bis das hinten in die Nockenwelle einrastet.
Man sieht hier auch eine Punktmarkierung. Manchmal sind das auch Rauten oder andere Zeichen. Die haben jetzt nichts zu bedeuten. Bei der Ölpumpe gibt es nicht wie bei einer Nockenwelle Steuerzeiten. Das untere Rad hat jetzt auch so einen Punkt hier oben. Ich mache die immer so. Ich würde es jetzt nicht so einbauen. Könnte man aber auch. Ich mache immer das so, dass die beide außen sind und auch hier in dieses Nockenwellenrad. Das ist ja der Lagerblock. Mache ich ein bisschen Fett dran. Und dann sitzt das alles so, wie es soll. Im nächsten Schritt wird die vordere Dichtung eingebaut. Und da muss man jetzt wirklich aufpassen. Es gibt Hersteller, die legen bei dieser vorderen Dichtung zu dickes Dichtungsmaterial bei. Das ist auch im Reins-Dichtungssatz so. Und zwar funktioniert die Ölpumpe ja so, dass die von hier über den Ölkanal ansaugt, das Öl durch die Zahnräder in den Motor hier weiter transportiert wird durch den Hauptölkanal, den man hier sieht. Und dann geht das hier in die Ölgalerie rein. Wenn man jetzt hier eine zu dicke Dichtung davor baut und den Deckel davor macht, dann geht Öldruck vorne vor den Zahnrädern verloren. Also der Deckel, der soll ja möglichst nah an den Zahnrädern anliegen. Und wenn man jetzt hier eine zu dicke Dichtung verbaut, dann würde das Öl vorherlaufen, es würde Öldruck verloren gehen. Und das muss nicht sein und deswegen nehme ich diese Dichtung hier ab, die ist nämlich zu dick. Ich zeige euch das auch gleich, indem ich die messe. Und jetzt gucken wir mal, ob du das siehst. Die hat jetzt 1,6 Zehntel, ne? Und die wir jetzt verbauen, die hat noch genau 1 Zehntel. Und beim Reins-Sichtsatz zum Beispiel, Reins ist eine tolle Firma, die Dichtsätze sind richtig geil, aber da ist die Dichtung noch dicker als die Dichtung, die ich gerade gezeigt habe. Und die kann man eigentlich gleich aus dem Dichtsatz rausnehmen und entsorgen. Und auch an diese Dichtung mache ich sehr, sehr, sehr dünn ein bisschen Dichtmittel. Und zwar sehr, sehr dünn, weil die Löcher hier in dieser Dichtung einen Sinn haben. Diese 4 Löcher, die kleinen, so, das ist wirklich ganz, ganz dünn jetzt hier drauf, weil ich will mir in der Ölpumpe diesen Ring nicht zuschmieren. Das ist nämlich eine Öllaufnut, das heißt Öl, was hier vorne an den Zahnrädern vorbeigeht, das wird in dieser Nut gefangen und hier vorne durch den Schlitz wieder angesaugt und wieder dem Ölkreislauf zugefügt. Wenn ich jetzt hier zu dick Dichtmittel drauf klatschen würde, dann würde ich mir diese Ölnut zusetzen und das ist ja nicht Sinn dieser Ölnut. So, fertig. Ich tausche jetzt immer die 4 originalen Bolzen aus. Das müsst ihr nicht machen, wenn die noch gut sind. Das ist eine reine Schönheitsoperation. Jetzt nehme ich neue Stehbolzen, mache da ein bisschen Gewindedichtung dran, weil Ölpumpe dicht kriegen ist auch nicht immer so ganz einfach, wenn man das nicht richtig macht. Öldeckel davor, da die Zahnräder ja vorne am Öldeckel arbeiten und die Ölpumpe zwar ziemlich schnell Öl bekommt, aber nicht trocken auf dem Deckel rumläuft, mache ich da auch ein bisschen von meinem Montagefett dran und baue die jetzt davor. Im nächsten Schritt mache ich jetzt Dichtmittel an die Gewindestehbolzen von außen und zwar ordentlich. Es gibt vom VW so Spezialmuttern, die haben so einen eingebauten Dichtring dran.
Die nehme ich aber überhaupt nie. Vier Scheiben. Jetzt habe ich hinter den Scheiben ordentlich Lichtmittel. Und jetzt mache ich auch noch ein bisschen hinter die Mutter. Erstmal ein bisschen vor. Und weil ich das schöner finde, wenn die Stehbolzen mit der Mutter abschließen, drehe ich die Stehbolzen jetzt noch ein bisschen rein. Natürlich sollten die Stehbolzen nicht so lang sein, dass sie hinten vor das Nockenwellenrad hauen. Und jetzt ziehe ich die Mutter ein End an. Jetzt habe ich auch einen schönen Abschluss hier. Die Stehbolzen stehen da jetzt nicht noch einen halben Meter raus. Lässt sich auch noch alles wunderbar drehen. Wenn er jetzt eine falsche Ölpumpe reingebaut hätte, wäre jetzt Feierabend. Und jetzt ist die Ölpumpe auch 100%ig dicht, weil da kommt sicherlich nichts mehr durch, wo ich gerade das Gewindedichtmittel aufgetragen habe. Und letzter Schritt ist der Verteilertriebling. So, ich habe jetzt den Verteilertriebling. Bei dem Verteilertriebling, der hat eine Einbauposition. Ihr seht ja hier zum Beispiel diese Nuten, beide, da ist die kürzer. Und der Verteilertriebling sitzt ungefähr nachher, wenn der reinkommt, in dieser Position im Motor. Das ist auch wichtig, dass das so gemacht wird, weil sonst die Zündkabel vom Verteiler nicht mehr passen. Technisch ist es wohl kaum ein Problem, aber es, wenn man das falsch macht, aber erstens ist es nicht richtig und zweitens fummelt ihr euch mit Zündkabeln und Zündzeitpunkt nachher einen ab. Und das kann man ja mal vermeiden, indem man das Ding gleich richtig einbaut. So, und unter diesem Verteilertriebling, da sitzen im Motor zwei Anlaufscheiben. Also so sitzt das, ich gehe mal weg hier, nicht, dass sie mir reinfallen. So sitzt das nachher komplett hier drin. Jetzt kann ich die hier nicht reinsetzen, irgendwie mit Fett ankleben oder sonst irgendwie was und dann das ganze Teil so einsetzen, weil hier kommt nachher dieses Messingzahnrad von der Kurbelwelle rein. Und da die Anlaufscheiben dicker sind, würde das nicht funktionieren. Ich muss also diese Anlaufscheiben zuerst jetzt hier unten, ganz unten auf den Sitz bekommen. Und da verwende ich eine alte Schlüsselschange. Die stecke ich einfach in das Loch rein und würde jetzt diese Anlaufscheiben runterfallen lassen und dann positionieren. Damit die auch dann nachher unten am Sitz liegen bleiben, nehme ich wieder mein Liqui-Moly LM48 Montagefett. Ich glaube, ich muss den mal anrufen. Der muss mir Geld überweisen. Oder mir. Oder dir. Bevor wir den Verteilertriebling einsetzen, müssen wir sicherstellen, dass der erste Zylinder auf Zünd-OT steht, hatte ich ja eben erklärt, wenn drei überschneidet, dann ist eins Zünd-OT, das ist hier der Fall und jetzt können wir den Verteilertriebling auch einsetzen. So, jetzt habe ich unten den Sitz ein bisschen gefettet, dass die beiden Scheiben da nachher schön liegen bleiben. Ich stecke meine Aluscheibe da rein und lasse die einfach runterplumpsen. So, und jetzt positioniere ich die genau zu einer Drehbewegung über der Bohrung. Im nächsten Schritt, und da ich ja gefettet habe, bleiben die da jetzt auch so liegen. Und ich nehme eine Alustange, weil wenn ihr einen Schraubenzieher nehmt oder einen Schraubendreher nehmt oder irgendwas aus Metall, das ist oft leicht magnetisch und dann zieht ihr das jedes Mal, zieht ihr die Scheiben mit raus. Und wenn man ganz viel Pech hat, fallen die einmal auch in den Motor rein und dann kannst du das ganze Ding wieder zerlegen. Wenn man die mit dem Magnetstab nicht wieder raushummelt, die dürfen auf gar keinen Fall im Motor bleiben. Die kommen auch nicht unten aus mit dem Ölwechsel raus oder so, sonst irgendwie was. Die gehen zwischen Nockenwellenzahnrad und Kurbelwellenzahnrad und das gibt einen richtig schönen Motorschaden. So, jetzt habe ich hier ein Auszieh- oder Einbauwerkzeug für den Verteilertriebling
und stecke das jetzt zusammen. Ich habe hier mir auch zwei Körnerschläge reingemacht, dass ich die Markierung habe. So, wenn ich das jetzt irgendwie drehe oder so, ich weiß immer, wo die Körner sind, da ist bei mir vorn. Und den führe ich jetzt hier ein. So, der sitzt, der ist auch unten. Und jetzt habt ihr an dem Verteilertrieb liegen so eine Markierung. Ich hole den gleich mal raus, dann sieht man es auch noch mal besser. Da, diese. Und diese Markierung, die sollte, wenn der Verteilertriebling richtig sitzt, mit dem Gehäuse übereinstimmen, also mit dem Gehäuserand. Wenn der jetzt tiefer reingehen würde oder wesentlich tiefer, dann ist euer Lagersitz hier unten eingelaufen. Dann ist irgendwas mal passiert im Motor. Und dann kann man sich behelfen, indem man den Lagersitz neu fräst und dickere Scheiben nimmt, aber wir hatten das bei dem Motor natürlich schon vorher alles vermessen, deswegen wusste ich, dass das passt. Das ist Arbeit, die man vorher machen muss. So, im nächsten Schritt kontrolliere ich, ob mein Verteilertriebling schön sitzt. Das tut er. Und nun kommt die Feder rein. Die sitzt nachher zwischen dem Verteiler und dem Triebling und hält den Verteilertriebling in Position. So, im nächsten Schritt setzen wir die Ventildeckel auf. Ich nehme jetzt erstmal einen so einen Deckel, die haben wir auch gesandstrahlt und beschichtet und gucke erstmal, ob die gerade sind. Die dürfen also nicht groß wackeln, wenn die verzogen sind, werden die nachher nicht dicht. Es gibt im Zubehör sehr viele Blechdeckel, die sind aber alle viel, viel schlechter als die Originalen, deswegen arbeiten wir die originalen Deckel wieder auf, wenn sie nicht so schlecht sind, dass man sie gar nicht mehr verwenden kann. Im nächsten Schritt setze ich die Dichtung ein. Auch da nehmen wir eine Markendichtung und die setze ich trocken ein. Das heißt, hier wird kein Öl, kein Fett, kein Dichtmittel dran gesprüht. Wenn die Klammern in Ordnung sind und die Ventildeckel in Ordnung sind, wird das auch dicht. Dann brauche ich hier nichts dran schmieren. Zu den Deckeldichtungen gibt es auch noch was zu sagen. Das ist jetzt eine gute Qualität. Das ist jetzt eine Ventildeckeldichtung von der Firma Victor Reins. Es gibt auch welche mit in deutlich schlechterer Qualität. Erstens passen die nicht so schön und zweitens erkennt ihr das, wenn die dunkler sind, dann ist der Gummianteil hier drin sehr hoch und der Korkanteil sehr niedrig. Und der Korkanteil ist das teure. Der Gummianteil hier drin ist nur das Bindemittel, damit die Korkstückchen zusammenhalten. Dichten tut das Kork, nicht das Gummi, und desto dunkler die Dichtung ist, desto schlechter ist die von der Qualität. So, die setze ich jetzt auf. Jetzt hoffe ich, dass ich mir hier nicht selber im Wege bin. Ziehe die Klammer hoch, das sollte auch ordentlich stramm gehen. Und dann haben wir den ersten Deckel drauf, zweiten machen wir auch. Dann nehmen wir ganz neue Deckel, oh, die Klammer, die ist fertig, siehst du. Die geht viel zu leicht, die müssen wir nochmal ersetzen. So, die sitzt. Alles schön. Also diese Klammern, wenn man die neu kauft, gibt ganz, ganz wenig Hersteller, die gescheite Klammern haben. Meistens ist das alles Müll. Wenn die neu sind, dann kriegst du die wirklich nur mit einem Schraubenzieher oder einem Montierhebel draufgehebelt. So stramm sitzt das, ne? Also die sind auch schon nicht mehr neuwertig, aber die werden dicht halten. So, den Motor haben wir jetzt komplett zusammen. Jetzt geht es praktisch an die Anbauteile. Ich baue jetzt den Lichtmaschinenhalter als erstes dran, dazu nehme ich eine Dichtung, den Blechdeckel, der hat eine Einbauposition, der darf nicht so drauf, sondern der muss so da drauf. Ihr seht das auch, hier spritzt von der Nockenwelle das Öl drunter, und damit das nicht oben nach oben spritzt, habe ich hier dieses Abweißblech drauf und das muss in dieser Position eingebaut werden. Bei den Original-VW-Blechen steht hier oben auch noch Top drauf. So, und ich nehme da zwei Dichtungen. Eine kommt unten runter und eine mache ich oben drauf. Vom VW ist nur eine vorgesehen, und zwar eine oben drauf. Unten drunter soll diese Alukante diese Pressung abdichten. Und ich mache aber lieber zwei Dichtungen drauf. Und auch die mache ich wieder mit ganz hauchdünn Dichtungsmaterial,
Wahrscheinlich braucht man es nicht, ist fürs gute Gewissen. So, und dann den Lichtmaschinenhalter. Da gibt es zwei verschiedene, für Drehstrom und für Gleichstrom. Das ist jetzt ein Gleichstrom, der für Drehstrom ist etwas schmaler. Und weil man hier schlecht mit dem Drehmomentschlüssel drankommt, werden diese Muttern zwar von Hand angezogen, aber nicht mit aller Kraft angeballert. So, als nächstes baue ich den Öleinfüller drauf mit dem Kondensatrohr. Diese Kondensatrohre, die gab es nur bei den frühen Baujahren. Später wurden die weggelassen aus Umweltschutzgründen. Hier bildet sich nämlich ein Öl-Wasserkondensat und über diesen Kondensatabscheider soll das Wasser abgeschieden werden. Da ist natürlich immer ein bisschen Öl mit dabei und deswegen aus Umweltschutzgründen wurde das dann bei späten Baujahren geändert. Und wo wir gerade beim Kondensat sind, ganz oft sind die Deckel von unten durchgerostet, also die Öleinfüller. Dann hat man ganz kleine, manchmal sieht man die gar nicht, muss man den Lack entfernen, Löcher drin und dann tropft euch das Öl hier immer raus und auf den Motor. Und diese Undichtigkeit, die findet man hier auch ganz schlecht und kann man, wenn man Laie ist, auch ganz schlecht diagnostizieren, wo das Öl wegkommt, wenn hier alles zugeschmiert ist. Meistens sind dann da Löcher drin und dann muss das Ding halt neu gemacht werden. Wir arbeiten die immer auf, das ist ein Original VW-Rohr, weil auch im Zubehör gibt es da leider am Markt nichts Gescheites. Und eingesetzt wird das mit einer Dichtung und einer Schraube, wo man ein Spezialwerkzeug für braucht. Auf die Dichtung mache ich wieder ein bisschen Dichtmittel drauf, weil da schwitzt es nämlich auch gern was raus. An die Mutter mache ich auch ein bisschen Dichtmittel dran. Und dann schraube ich das da ordentlich vor. Diese Mutter, die geht manchmal richtig beschissen los. Da gibt es auch ein Spezialwerkzeug, nicht dieses hier, das taucht zum Losnehmen eigentlich gar nicht. Es hilft sehr, wenn man den Hals mit einer Heißluftpistole warm macht, dann kriegt man diese Mutter in der Regel auch ganz gut los. Wenn man das nicht macht und reißt richtig, habe ich auch schon gemacht, dass ich dem Halter den Genick abgedreht habe. Also Gewalt ist da keine Lösung. So. Das Ding ziehe ich auch mit der Hände fest, ohne Drehmomentschlüssel. Und so sitzt das dann richtig. Also im nächsten Schritt kommt der Öldeckel drauf mit einer neuen Dichtung. Die sind immer hart, die sind immer kaputt. Die sollte man neu machen. Und jetzt habe ich den 37er. Deckel da drauf montiert. So, im nächsten Schritt baue ich jetzt die Benzinpumpe drauf. Die wird beziehungsweise erstmal den Fuß. Ihr werdet es euch schon denken, ich dichte das auch wieder ein. Ich hoffe, dieses Zeug ist hautfreundlich. Müsste ich mal den Hersteller fragen, aber wahrscheinlich müsste man da Handschuhe zu tragen. So, und an den Benzinpumpenfuß oder die Führung für den Benzinpumpenstößel, da mache ich auch noch wieder ein bisschen Fettchen dran. Wenn ihr den ausgebaut habt, werdet ihr vielleicht gemerkt haben, dass der ganz beschissen rausgeht. Manchmal reißen die sogar hier unten ab, wenn man Gewalt anwendet. Und damit sich der jetzt nicht in diesem Gehäuse so festbeißen kann, fette ich den einfach ein bisschen ein. So, dann kommt die Dichtung oben drauf. Selbe Spielchen wieder, bisschen dünn. So, und im nächsten Schritt wird die Benzinpumpe montiert. Da erkläre ich auch mal etwas dazu. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass es unterschiedliche Benzinpumpen gibt und unterschiedliche Benzinpumpenstößel. Und zwar gibt es Stößel, die 100 mm lang sind und dann gibt es Stößel, die 108 mm lang sind. Und diese Stößel, die müssen zu eurer Benzinpumpe passen. Das ist eigentlich ganz einfach festzustellen. Wenn dieser Hebel hier unten aus der Pumpe raussteht, dann wird der kurze Stößel verbaut. Bei meiner Benzinpumpe, bei der neuen hier, die wir verbauen, da seht ihr, der Stößel sitzt versenkt.
Der sitzt in der ganzen Ecke tiefer und dann wird der lange Pumpenstößel verbaut. Man darf das nicht falsch machen. Also wenn ihr jetzt den kurzen da reinbaut, dann wird bei der Pumpe die Pumpe nicht angetrieben, ne, weil der einfach zu kurz ist, der Stößel. Aber wenn ihr das andersrum macht, bei der Pumpe, die den kurzen kriegt, baut ihr den langen ein, kann es sein, dass der Pumpenstößel sich verbiegt. Es kann alles Mögliche passieren, es kann was abreißen, was brechen. Der Pumpenstößel kann in den Motor reinfallen, wenn der zerbricht. Also da sollte man auf jeden Fall immer den richtigen Pumpenstößel nehmen. Bei uns ist es jetzt der 108 mm, der lange, dieser hier, weil der Pinörkel hier versenkt ist. Den fette ich auch wieder ein und dann lasse ich den einfach unten reinfallen. Und der wird auch vom Verteilerantrieb, den wir ja eben eingesetzt haben, angetrieben. Wenn ich jetzt den Motor drehe, merkt man, dass er hoch und runter geht. Das ist nicht viel, aber das reicht. So. Man könnte man jetzt den Drehmomentschlüssel nehmen, aber ich mache die auch nur so nach Gefühl. Sind ja keine großen Lichtflächen. Fertig. So, im nächsten Schritt setzen wir jetzt den Ölkühler auf. Da muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es verschiedene Dichtungen. Zum Beispiel hier habe ich eine, die rote, die ist viel kürzer. Dann habe ich noch eine weiße hier, die ist auch kürzer. Und die werden alle falsch. Und man merkt das eigentlich auch beim Aufbauen des Ölkühlers. Damit merke ich jetzt, dass die Dichtungen dahinter sitzen. Also dass es dann Widerstand von den Dichtungen ist. Wenn ich jetzt eine von den anderen Dichtungen nehmen würde, würde ich das nicht spüren. Und deswegen weiß ich, dass die dann falsch sind. Und ich nehme an dieser Stelle auch selbstsichernde Schrauben, weil dieser Ölkühler, der ist recht schwer. Der bewegt sich auch im Betrieb nicht hin und her, wenn man den ordentlich anzieht. Aber damit er sich nicht löst, nehme ich da Muttern mit selbstsichernden Polyamidring. Die Schrauben, die werden nicht angeknallt bis hinten gegen, sondern die kriegen nur 6 Newtonmeter. Auch den hier 6 Newtonmeter. Fertig. So, nächster Schritt ist jetzt, gehen wir so langsam an die Verblechung dran vom Motor. Dann nehmen wir die Zylinderkopfbleche. Wir haben hier eine Nummerierung: Zylinder 1, Zylinder 2. Das baue ich dann auch so drauf. Im nächsten Step bauen wir die Ansaugbrücke drauf. Dazu setze ich hier Kupferdichtungen ein. Ganz wichtig ist, wenn ihr gebrauchte Köpfe verwendet, dass ihr seht, dass die alten Dichtungen, da sind oft Aluminiumdichtungen drunter ab Werk oder vom letzten Mal abnehmen, dass ihr die rausnehmt. Die sieht man manchmal ganz, ganz schlecht. Man denkt, da ist keine Dichtung dazwischen, aber meistens ist da eine und ihr könnt nicht alte Dichtung und neue Dichtung aufeinander machen. Ihr müsst die alte Dichtung da rausbrückeln. Guckt da genau hin. Bei mir sind ja jetzt neue Köpfe drauf, da sind keine Dichtungen und die installiere ich jetzt rechts und links. So, und als nächstes bauen wir dann die Ansaugbrücke drauf. Bei der Ansaugbrücke schön darauf achten, dass wirklich die Flansche jetzt auf dem Licht drin sitzen. Denn wenn der Motor an dieser Stelle undicht ist, dann zieht er sogenannte Falsch- oder Nebenluft. Dann magert er ab und dann läuft der Motor auf der einen Seite schlecht und wenn ihr Pech habt, führt das auch zu einem Loch im Kolben.
So, jetzt die Stößelschutzrohrbleche. Das sind keine Wärmeleitbleche. Das sind Stößelschutzrohrbleche. Die sollen halt die Stößelschutzrohre schützen. Früher ist man ja mit dem Käfer durch jeden Acker und durch jeden Feldweg gefahren. Und da brauchten die Schutz heute, glaube ich, wenn man so ein Auto restauriert hat oder viel Geld in so einen Motor reingesteckt hat, dann fährt man da wahrscheinlich weniger mit im Gelände rum. Es sei denn, man hat einen VW-Kübel. Ich habe selber auch einen. Da macht das schon Spaß. Aber so richtig schweres Gelände fahre ich mit dem Auto auch nicht. Da ist er mir auch zu schade für. So, und dasselbe machen wir auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir hier gerade festgestellt, dass eins von diesen Gewinde rausgerissen ist. Und jetzt darf ich euch auch nochmal eine Gewindereparatur zeigen. Das heißt, bei dem Motor bohre ich jetzt erstmal das Gewinde ganz auf. Kann ja nichts mehr passieren, hier ist ja alles geschlossen, Späne können nicht in den Motor fallen. So, nachdem ich das Loch dann geweitet habe auf das von Helicoil vorgegebene Maß, da gibt es so Sets, schneide ich auch ein Gewinde rein. Fertig. Das Gewinde ist natürlich jetzt deutlich größer. Die Schraube muss da rein. Ihr seht das. Das hält nicht. Jetzt kommt von Helicoil der Gewindeeinsatz da rein. So. Und jetzt habe ich wieder ein sauberes 6 mm Gewinde. Da ist jetzt in dem Gewinde so ein Mitnehmerpin drin. Den schlage ich jetzt noch raus. Aber ihr seht bei so einem kleinen Gewinde schon, wie viele Späne da angefallen sind. Es gibt ja jetzt auch noch Leute, das habe ich schon öfter bei Facebook gelesen, die machen ganze Zündkerzengewinde neu mit diesen Helicoil oder anderen Buchsen und das alles noch bei eingebautem Motor. Ja, professionell ist halt anders. Wenn ihr auch mal ein Gewinde bei euch am Motor erneuern müsst und dafür dann so einen Helicoil-Einsatz nehmt, dann werdet ihr bei manchen Gewinden feststellen, dass die Schraube danach durch diesen Helicoil-Einsatz viel besser passt und viel besser hält, als das Originalgewinde gehalten hat. Aber lasst euch dadurch nicht verleiten, jetzt überall die Gewinde rauszubohren und jetzt überall Helicoil-Gewinde einzusetzen. Das ist nicht der Sinn der Übung. So, nächster Schritt, Wärmetauscher. Werden umgangssprachlich auch Heizbirnen genannt. Fachbegriff ist Wärmetauscher. Hier kommen heiße Auspuffabgase rein. Da sitzt praktisch nur ein Metallrohr drin, das ist noch mit einem Alukern umwickelt und hier geht es dann raus in den Auspuff. Und hier geht vom Gebläsekasten Frischluft rein und die Frischluft wird einfach durch den Alukern und die Auspuffgase erhitzt und das ist dann eure Heizung. So funktioniert das und deswegen heißen die Wärmetauscher. Und wenn ihr nicht darauf geachtet habt, hier sind immer auch Dichtungen dazwischen, die dürft ihr nicht vergessen. So. Den zweiten Wärmetauscher. Und die Schrauben, die setze ich jetzt erst nur ein bisschen lose an. Dann habe ich hier so ein bisschen Bewegungsspielraum noch drin, wenn ich vorne nachher den Auspuff montiere. Ist das etwas einfacher. Übrigens werden bei ganz vielen Motoren, also wenn jetzt ein Motor, fangen wir mal von vorne an, wenn jetzt ein Käfer zerlegt wird und wird komplett restauriert und dann wird auch der Motor von diesem Käfer einmal komplett restauriert, dann ist das relativ oft so, dass bei den Motoren, die dann gemacht werden, die Wärmetauscher komplett weggelassen werden. Dann werden da halt andere Auspuffsysteme eingebaut und das hat den Hintergrund, dass ja die Käfer, wenn die jetzt restauriert werden, meistens nicht mehr zu dem Zweck restauriert werden, dass die danach wieder im Alltag
Sommer wie Winter, Herbst und Frühling bei jedem Wind und Wetter gefahren werden, sondern die werden dann auch wirklich nur noch im schönsten Wetter gefahren und nur noch bei Sonnenschein. Und wenn man die Wagen nur noch im Sommer fährt, dann braucht man natürlich auch keine Heizung. Und wenn man keine Heizung braucht wirklich für den Käfer, dann kann man sich da halt ein schönes anderes Auspuffsystem dran bauen und kann die Wärmetauscher weglassen. Heizung ade. So, nächsten Schritt, Motor habe ich wieder umgedreht. Markieren wir das Riemenscheibenblech. Das mache ich, bevor ich den Auspuff montiere, aus dem einfachen Grund. Kommt nachher schlecht dran. So. So, nächster Schritt Auspuff. Kommen hier so Schellen auf die Wärmetauscher drauf, die verbinden nachher den Auspuff. Und dann nehme ich hier ein bisschen Keramikpaste. Wer noch Kupferpaste zu Hause liegen hat, kann auch Kupferpaste nehmen. Andere Seite auch. Dann flutscht das nachher besser. Und wenn man den Auspuff mal wieder demontieren muss, kriegt man den auch noch nach Jahren einfach runter. Und hier habe ich jetzt die Dichtringe, die müssen jetzt auch vorher drauf, weil ist ja ein geschlossener Ring, kriegt man nachher nicht mehr montiert, wenn der Auspuff sitzt. Auspuffdichtung habe ich hier gesetzt auf beiden Seiten. Und jetzt bauen wir den davor. Einmal. Zweimal. Habt ihr vielleicht auch gesehen, es zahlt sich aus, wenn man die Wärmetauscher noch nicht richtig festgezogen hat, weil dann kann man die noch ein bisschen hin und her drücken. Na, und jetzt ziehe ich die Wärmetauscher hinten an und mache auch den Auspuff fest. Normalerweise 8 mm Schraube machst du bei 25-30 Newtonmeter nichts falsch. Und das hat ein halbwegs vernünftiger Kfz-Mechaniker im Ellenbogen. So, jetzt mache ich die andere Seite. Was der Jürgen damit sagen wollte, war, dass erst jetzt nach und nach alle Schrauben angezogen werden sollten, denn die Wärmetauscher sind aus Blech, die Schutzbleche aus Blech, der Auspuff Blech, dazwischen alle möglichen teilweise relativ groben Dichtungen. Das passt nicht alles auf Anhieb. Manche Teile sind neu, manche sind alt, manche Teile sind gestrahlt oder haben sich anderweitig irgendwie verformt. Und diese Teile haben jetzt teilweise natürlich sehr große Toleranzen zueinander. Und auch die Neuteile sind oft Nachpressungen, die nicht so passen, wie sie eigentlich sollen. Und darum klappt es in dieser Region des Käfermotors auch meistens nicht, dass ein Bauteil sofort eingebaut und komplett montiert wird und alle anderen Bauteile dann diesem Bauteil folgen. Und darum empfiehlt es sich in solchen Regionen immer, alle Teile zusammen zu montieren und dann alle nach und nach zu befestigen, bis sie richtig sitzen. So lernen sich quasi alle Teile erstmal kennen untereinander und passen sich dann selbst zueinander an. Und nun die Zündkerzen. So, bei den Zündkerzen, jetzt bei Auspuff haben wir jetzt verbaut, jetzt brauche ich eben die Zündkerzen dran. Und zwar habe ich hier so ein Werkzeug, damit kann ich die Elektrodenabstände messen. 0,8, ne, was steht hier? 0,6, 0,8, 1, ganz genau. Weil die meisten Zündkerzen, die aus der Packung kommen, egal ob NGK oder Bosch, die haben einen zu kleinen Elektrodenabstand. Weil die einfach auch für die 6 Volt Käfer, die haben 0,4 mm Elektrodenabstand. Und die 12 Volt Käfer wie dieser hier, die sollten 0,8 haben. Muss man den so ein bisschen aufbiegen. So. Und Zündkerzen, egal ob der Motor eingebaut oder ausgebaut ist, die setze ich erst immer ein, zwei Gewindegänge mit Hand an. Und Zündkerzen haben genau wie jede andere Schraube auch einen Drehmoment. Und weil ich jetzt hier so gut dran komme, mache ich das auch mit dem Drehmomentschlüssel. So, andere Seite dasselbe. So, nächsten Schritt bauen wir jetzt den Verteiler ein, den Zündverteiler. Ist ein ganz normaler, kein elektronischer mit Zündkontakt.
Hier haben wir die Nuten, die unten in diesen Verteilertriebling rein müssen. Und die sind auch außer Mitte gesetzt. Ihr könnt euch erinnern, im Verteilertriebling waren diese Nuten ja auch außer Mitte. Und jetzt muss ich das eben halt so einbauen, dass das nachher ineinander greift. Jetzt drücke ich den Verteiler einfach erstmal runter und bewege hier den Verteilerfinger. Und jetzt bin ich in der Nut drin. Ja. Fertiges brauche ich den auch nicht wie ein Affe runterdrücken, sondern ich lasse den einfach sitzen, der ist schön eingerastet. Schließe jetzt von der Verteilerklemme. Da setze ich jetzt die Mutter drauf. Und ich lasse den Verteiler auch noch los, weil wir gleich dann eben noch die Zündung analog einstellen, dass der auch nachher auf dem Prüfstand direkt anspringt. Kappe drauf. Wenn er noch da ist, der Staubschutzring. Neuer Verteilerfinger. Dann ganz wichtig, bevor ihr den Verteilerfinger aufbaut, hier noch ein bisschen Öl auf den Schwamm. Da sitzt ein kleines Schwämmchen drin und der Schwamm, der sorgt dafür, dass unten im Verteiler, wo die Fliehkraftgewichte und die Wellen sitzen, die sind nämlich geteilt, die Welle ist ja beweglich hier, seht ihr, dass das auch immer ein bisschen geschmiert ist. So, jetzt verbauen wir die Zündkabel. Ich habe hier einen ganz neuen Satz. Zwei lange Kabel, zwei kurze Kabel. Die kurzen Kabel kommen nach rechts, nach links, und die langen Kabel kommen nach rechts. Und da gibt es auch noch eine Besonderheit. Es gibt Zündkabel, die sind hier oben ziemlich weit. Ne, der Stecker, der auf die Kerze kommt, weil auf der Kerze hier oben so ein Schräubchen ist. Bei den Kerzen von NGK, die ich gekauft habe oder die ich hier verwende, ist das Serie. Manchmal habt ihr auch hier nur ein Gewinde, da müssen so Käppchen eben halt drauf gesteckt werden. So, wenn eure Zündkerzen diese Käppchen nicht haben, dann müsst ihr die halt aufschrauben. Bei dem Zündkabelsatz, den ich jetzt hier verwende, ist von NGK, da sind diese Käppchen dabei. Aber die saßen auf den Kerzen bei mir eh schon drauf, deswegen habe ich die über. So, und jetzt verteile ich einfach die Zündkabel. Ich schiebe die Zündkerzenstecker eigentlich immer durch das Gummi so durch. Dann kann ich die nämlich ganz sicher und ordentlich da drauf stecken. Und dann schiebe ich die Gummis runter und setze die hier dicht in die Bleche ein. Und achte darauf, dass diese Gummikappen hier gut abschließen, denn wenn die nicht dicht sind, dann geht euch auch da Kühlluft von der Gebläsekühlung verloren. Jetzt ist es natürlich so, dass man diese Zündkabel von den Zündkerzen nicht einfach irgendwie auf diese Kappe draufstecken kann, sondern die haben natürlich eine bestimmte Reihenfolge. Und ich habe den Motor auf 1 OT stehen. Ihr könnt euch erinnern, wenn die Ventile auf 3 überschneiden, ist Zylinder 1 Zünd OT. Und das ist bei dem Motor jetzt gerade der Fall. Und dieser Verteiler ist ein Original Bosch Verteiler. Der hat hier auch noch eine Kerbe im Rand. Das ist die Markierung für 1. Und wenn der Verteilertriebling unten richtig steckt, nicht, haben wir ja auch richtig gemacht und nicht irgendwie reingesteckt, und der Motor hat 1 OT, den zeigt auch der Verteilerfinger auf die Kerbe. Und das ist 1, Zylinder 1. Und da kommt dann auch das Kabel, was von Zylinder 1 kommt, drauf. So, und jetzt geht es in Zündreihenfolge weiter. Ich habe hier jetzt das Kabel 2 vom Zylinder 2. Und die Zündreihenfolge ist im Uhrzeigersinn 1, 4, 3, 2. Also kommt das Kabel von 2 hier hin. So, und jetzt habe ich das Zylinder 4 Kabel. Zündreihenfolge nochmal 1, 4, 3, 2. 4. Und jetzt habe ich das letzte Kabel, das kommt in die Mitte.
Das ist natürlich Quatsch, da kommt nachher die Zündspule drauf. Das kommt an den übrig gebliebenen. So, jetzt haben wir das so gemacht, dass das 100%ig nachher funktioniert. So, jetzt montieren wir die Lichtmaschine bzw. die Lichtmaschinenverblechung, das Gebläserad, und dann bauen wir das Ganze in den Gebläsekasten ein und dann wird der Gebläsekasten montiert. So, diese Lichtmaschinenverblechung, eigentlich kann man die nur in eine Richtung montieren. Ich habe aber schon gesehen, ich habe schon alles Mögliche gesehen, also deswegen möchte ich es ganz gerne mal erklären. Also die Lichtmaschinenverblechung, die hat ja hier eine Kante und die sitzt ja hier drin. Sitzt hier drin und mit der Kante kann das eigentlich nur falsch sein. Also kommt die so da rein. Passt auch viel schöner. Und wenn ihr das mal ausprobiert, werdet ihr sehen, so ist scheiße, so ist schön. Brauche ich die Lichtmaschine. Die erste Verblechung auf, dann kommt hier noch ein Verstärkungsring zwischen. Und am Schluss kommt dieses Blech drauf. Und dieses Blech kann man so montieren. Das fällt nicht auf. Und man kann es so montieren, so wäre es richtig. Und zwar hat das hier unten einen Kühleinlass. Und der muss nach unten. So, woher weiß ich jetzt bei meiner Lichtmaschine, wo unten und oben ist? Ich habe hier die beiden Anschlüsse, wo nachher der Regler angeschlossen wird. Und das ist oben. Und gegenüber, von oben ist unten, also kommt der Schlitz nach unten. Ganz einfach. So, im nächsten Schritt schraube ich die Verblechung an. Ich mache hier immer einen Tropfen Schraubensicherungslack drauf oder Kleber. Auch die drehen wir wieder mit dem Drehmoment an, in diesem Fall 7 Newtonmeter. Oh, guck mal, noch einer drin. Im nächsten Schritt kommt jetzt die Narbe des Lüfterrads auf die Maschine. Kann man auch eigentlich nur einmal montieren, weil die Narbe sitzt ja nachher so. Also muss ich natürlich das runde End nach unten montieren. Hier sitzt noch ein Federkeil. Hier habe ich auch die Nut für den Federkeil. Das ist manchmal sehr eng, gerade wenn die Lichtmaschinen überholt wurden. Jetzt muss man nur aufpassen, dass der Federkeil sich nicht wegdrückt. Und der bleibt sitzen. Fertig. So, im nächsten Schritt baue ich jetzt das Lüfterrad auf. Und gucke mal, ob das dreht, ohne zu schleifen. Das tut es ja gar nicht. Das schleift hier am Blech. Dann nehme ich das wieder ab. Und dann arbeite ich mit Ausgleichsscheiben, die ich dazwischen lege. Ich tippe mal, 2 oder 3 dürften hier reichen. Und schon habe ich das sauber drehend gelöst. Und im letzten Schritt kommt eine Sicherungsscheibe, die ist etwas gebogen, auf die Narbe. Und dann auch noch mal mit Schraubensicherungslack drehe ich die ganze Geschichte an. Und so, und jetzt seht ihr, dreht sich das alles frei, nicht schleift. Vom VW gibt es ein Maß, das Spaltmaß zwischen Lüfterrad und Blech soll 2 mm sein. Da solltet ihr auch ungefähr in dieser Richtung bleiben. Also nicht ohne Ende Scheiben zwischenlegen, das geht nachher in die Hose, weil dann schleift das Lüfterrad nämlich im Gebläsekasten. Und jetzt setzen wir die ganze Lichtmaschine mit dem Kladderer-Pertstich in den Gebläsekasten ein. So, Gebläsekasten habe ich vorbereitet, Licht hier. Dann setze ich die Lichtmaschine ein. Dabei muss man darauf achten, dass die Kontakte nach rechts zeigen. Kontrolliere ich schon mal, das Lüfterrad schleift auch nicht im Gebläsekasten. Und wenn ihr mal Motordeckel bei irgendeinem Käfer aufmacht und seht, dass diese Kontakte nicht nach rechts, sondern nach links zeigen, dann ist dieses Blech, was ich euch eben gezeigt habe, falsch montiert. Dann ist das
dieser Lufteinlass, der unten sein muss, oben. Das sehe ich also von außen. Und da das ein luftgekühlter Motor ist und auch die Lichtmaschine Kühlluft benötigt, hat das sicherlich einen Sinn, dass das die Lufteinlassöffnung unten sitzt und das VW auch so vorgegeben hat. So, jetzt habe ich hier in dem Lüfterkasten noch ein Loch. Keine Ahnung, was da mal gesessen hat, aber der Lüfterkasten sollte möglichst dicht sein. Und deswegen verschließe ich das jetzt mit einem Gummistopfen, weil ein gut funktionierendes Kühlsystem ist bei einem Käfermotor überlebenswichtig. Und in diesem Gebläsekasten, wenn der optimal dicht ist, dann bildet sich da ein Überdruck drin. Das heißt, das Lüfterrad saugt ja die Luft an, gibt die nach unten ab oder durch die Heizungsöffnung ab. Und das schaufelt so viel Luft, dass im Lüfterkasten eigentlich ein Überdruck entsteht. Das funktioniert aber nur, wenn der Lüfterkasten auch dicht ist. Und deswegen, alle Löcher, die wir nicht brauchen, werden verschlossen. Und auch diese Kabelhalter, die sollten möglichst sitzen. Oder wenn ihr den nicht haben wollt, dann macht ihr halt Gummistopfen rein. Sollte auf jeden Fall zubleiben. Dann gibt es ja noch Experten. Die fahren Käfer ohne Heizung und lassen diese Dinger auf. Das ist natürlich für den Motor auch nicht so toll, ne? Weil ich brauche ja dieses kleine Loch nicht verschließen, wenn ich hier die ganze Riesenöffnung auflasse. Wenn ihr keine Heizung fahrt oder keine Wärmetauscher fahrt, dann auch nicht die Schläuche einfach draufstecken und offen lassen, weil hier geht die ganze Kühlluft durchflöten. Ihr müsst diese Dinger dann verschließen. Da gibt es auch Kappen für, die man da reinpresst. Dann macht man die Schläuche drauf, das ist dann nur noch reine Optik, aber die Dinger sind wenigstens zu. So, jetzt nehmen wir den Gebläsekasten mit der ganzen Lichtmaschine und setzen den auf. Da sitzt er perfekt, hier sitzt er noch nicht ganz so schön. Da ist eine Kante im Weg. Und wenn ihr euren Motor zerlegt habt und habt festgestellt, dass bestimmte Blechteile einfach nicht mehr wiederzuverwenden sind, wie bei meinem Motor. Ihr habt ja das Zerlegevideo von meinem Motor gesehen und habt da gesehen, dass ich da ganz viele Blechteile einfach mal direkt in die Tonne schmeißen konnte. Und dann muss man natürlich für Ersatz sorgen. Jetzt gibt es bei Ersatz die unterschiedlichsten Teile, die man da kaufen kann, von den unterschiedlichsten Anbietern. Es gibt natürlich bei den Neuteilen, die man da kaufen kann, auch Anbieter, die einem den größten Dreck verkaufen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man gebrauchte Teile zum Beispiel kauft, die dann Originalteile sind. Trotzdem muss man, je nachdem wie edel der Motor jetzt werden soll, diese Teile am besten vorher aufeinander anpassen. Das heißt, alle Teile, die ihr gekauft habt, wenn ihr da Ersatzteile dabei habt von der Verblechung, dann nehmt erstmal die ganzen Blechteile und baut die alle an den Motor einmal so grob an. Und das Ganze, bevor ihr das lackieren lasst oder Pulver beschichten lasst. Wenn ihr die Teile aneinander angepasst habt, dann ist das alles super. Wenn ihr die Teile aneinander anpassen müsst, nachdem ihr die Pulver beschichten habt lassen oder nachdem ihr die habt lackieren lassen, dann sieht das danach meistens nicht mehr so schön aus, wenn da dran dann rumgebogen wurde oder wenn dann neue Löcher reingebohrt worden sind. Nächsten Schritt wird die Lichtmaschine am Lichtmaschinenhalter befestigt. So nehme ich das Spannband, schiebe das hier durch. Ist jetzt schön, wenn man den Vergaser noch nicht drauf hat, dann hat man hier ordentlich Platz. So, jetzt kommt der Vergaser. Und beim Vergaser ist es ja so, dass auch der ein ziemlich mechanisches Bauteil ist, das man auch bei so einer Motorkomplettzerlegung mal auseinandergenommen hat. Also viele Leute, die ich kenne, die nehmen den Vergaser und machen den natürlich auch komplett neu. Wäre die eine Variante. Die andere Variante ist die, der Originalvergaser ist ein noch sehr gut bezahlbares Bauteil, also spendieren dann viele Leute, die so einen Motor restaurieren, ihrem Motor dann nochmal schnell einen neuen Originalvergaser. Jetzt könnt ihr den Vergaser, egal ob zerlegt und wieder zusammengebaut oder
jetzt aus der Box genommen, nicht einfach nehmen und auf den Käfer aufbauen, weil ihr zwei Sachen bei diesem Vergaser auf jeden Fall einstellen müsst. Das eine ist, ihr müsst vorher die Startautomatik einstellen und das andere ist der Drosselklappenanschlag. Und weil die Einstellung dieser Dinge etwas dauert und wir euch auch das natürlich ausführlich erklären und zeigen wollen, gibt's dazu hier auf meinem Kanal ein extra Video. Denn diese Szenen jetzt noch in diesen Film zu quetschen, hätte diesen Film jetzt noch sehr viel länger gemacht. Und außerdem haben wir jetzt tatsächlich auch schon wieder eine Stunde rum. Das war's also jetzt für diesen Teil. Weiter geht's im Teil 3, in dem wir den Motor dann komplett fertig bauen. Das dauert noch ein ganz kleines bisschen. Und in Teil 3 nehmen wir den Motor dann auch vom Montageständer, packen den auf den Motorprüfstand, schmeißen den dann das erste Mal an und zeigen euch dann, wenn er das erste Mal rennt, auch, was dann eingestellt werden muss, sobald der Motor das erste Mal gelaufen ist. War noch was? Nein. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yo! You